Hallöchen, bei mir ist es jetzt morgen, ihr seht es vielleicht noch an meinen verschlafenen Augen. Ich wollte kurz euch Hallo sagen, ein Live-Update geben, wo ich gerade so stehe, wohin ich mich bewege, wo ich herkomme. Es ist ja bei mir immer wieder eine Überraschung, auch für mich selbst. Ich war jetzt gerade die letzten 5 Wochen im Gemeinschaftskurs im ZEG. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit, da wären auch noch einige Videos folgen. Gerade bin ich noch dabei, das alles zu verarbeiten. 26 Menschen auf engstem Raum, 24 Stunden am Tag, das ganze 5 Wochen lang. Also es war eine mega intensive Zeit. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Und ja, wie manche von euch vielleicht wissen, habe ich ja gerade eine sehr herausfordernde Zeit. Seit letzten Februar bin ich so wohnungslos unterwegs und versuche mich neu zu erfinden oder ein neues Leben irgendwie zu etablieren, weil das Alte nicht mehr gepasst hat. Hat auch so schwierige Momente. Darum ist es gut, wenn ich da an einem Ort bin, wo ich ja, mich da gut aufgehoben fühle. Und deshalb habe ich mich entschieden, die Saisonierzeit im ZEG zu machen und werde die nächsten 5 Monate an einem festen Ort sein, und zwar im Fläming. Und im ZEG mit 10 aus meiner Gruppe, die alle weitermachen. Und ich bin sehr gespannt auf die Zeit dort. Ich habe den Kurs, wie gesagt, sehr genossen. Wir haben radikale Ehrlichkeit geübt, Transparenz, wir haben alles Mögliche. Also auf jeden Fall war das die Gemeinschaft so, dass ich gemerkt habe, ja, das ist die Intensität, die ich mir wünsche, das Level an Miteinander, das ich mir wünsche, und deshalb geht es dort für mich weiter. Jetzt gerade bin ich kleiner Zwischenstopp bei meinen Eltern. Die 5 Tage, die dazwischen liegen, wenn ihr das Video seht, werde ich schon vor Ort sein im Fläming und bin gespannt, wie meine ersten Tage da sind. Und damit ich einen kleinen Vorsprung habe, bis ich die nächsten Videos rausbringe, seht ihr das Video erst jetzt. Und weil ich noch nicht genau weiß, wie die Internetsituation da ist, und ich möchte, dass ihr jede Woche mindestens ein Video-Input bekommt. Genau, zumindest ist es im Moment noch der Plan, und ich habe auch ganz viele Videoideen, die ich jetzt umsetzen möchte aus dieser Zeit. Wie war das, 5 Wochen aufeinander zu hocken? Was habe ich alles gelernt? Da gibt es vieles, was ich glaube, was auch für dich hilfreich ist. Und deshalb werde ich da so ein paar Videos, ich hoffe, mit anderen Leuten zusammen machen. Ich werde euch natürlich auch berichten, wie die Zeit dort dann weitergeht, die 5 Monate, wie ist das Leben in so einer großen Gemeinschaft mit 120 Leuten und Seminarbetrieb, wo es ja jedes Wochenende nochmal, was weiß ich, wie viele Menschen dazukommen. Viele Festivals werde ich diesen Sommer dort miterleben, mitgestalten bzw. mithelfen. Genau. Und ja, ihr könnt da auch vorbeikommen. Ja, ich verlinke mal die Internetseite unter dem Video. Und würde mich freuen, den einen oder die andere dort mal zu sehen, vielleicht als Sommergast oder auf einem Festival. Und ja, ich glaube, das war das kleine Update. Jetzt wisst ihr, wo ich so bin. Und alles Weitere dann in den nächsten Videos. Bis gleich!